Hallo! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich muss das Spiel für mich selber erstmal ein bisschen leiser machen. Super, nicht Mario, Bowser's Fury. Ich konnte eure Kommentare unter der ersten Folge lesen. Und viele haben mir erklärt, was der Unterschied zwischen den Bowser-Wesen ist. Baby Bowser ist der richtige Bowser als Kind. Und Bowser Junior ist sein Sohn, der in Super Mario Sunshine eingeführt wurde. Anscheinend. Und, Baby Bowser kam halt so hauptsächlich in den Yoshi-Spielen vor, wo Mario auch noch ein Baby ist. Wird ja auch Sinn ergeben. Wie benutze ich diesen Propeller? Ja, jetzt geht er. Hör mal. Ah, ich habe einen Schlüssel gefunden. Da hoch will ich. Ich habe einen Tag nicht gespielt und schon alles vergessen. So, hier, Schlüssel. Ich wollte erstmal so ein bisschen Kommentare abwarten und ein bisschen up-to-date sein. Und sehr viele zu hilfreiche Leute in den Kommentaren mal wieder unterwegs. Aber das ist ja irgendwie gefühlt normal. Ich habe nicht nach Tipps gefragt. Und ihr müsst mir nicht jagen, wie viele und was es wo gibt. Das will ich doch alles rausfinden, Leute. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Allein das mit den Katzen wollte mir jemand spoilern, dass die sich in so dunkle Schattenwesen verwandeln. Das ist doch mega cool, das will man doch selber rausfinden. Ich weiß, ihr freut euch selber einfach nur. Warte, wo muss ich lang? Oh no. Oh no. Oh no. Warum ist es da hinten? Ich hoffe, man kann schwimmen mit Schlüssel. Nein, kann man nicht. Okay, das machen wir gleich nochmal. Vorher gehen wir aber erstmal zu den Blöcken, die wir zerstören müssen. Ich möchte... ich habe beim Schneiden der ersten Folge... Okay, es bin schon. Da hinten bei dem Turm oben. Komme ich da irgendwie wieder hin? Ja, Gigaglocke. Nein, ich benutze nicht. Oh, guck mal, sogar die große Katze ist mad geworden bei der Glocke. Ich möchte da zum Anfang wieder hoch. Kommt man da wieder zurück eigentlich? Kurz mal Entdeckung. So, kommt man da wieder hin? Nee, hier kommt man gar nicht hoch. Okay, aber ich habe da oben Blöcke gesehen, die ich nicht weggemacht habe. Also irgendwie muss ich da wieder hinkommen. Das ist auf jeden Fall in meinem Kopf. Da wird nämlich dann bestimmt auch einer sein. Aber jetzt nehmen wir einfach mal Plessy. Wo sind die Blöcke, die ich zerstören möchte? Da sind sie. Genau. Und lassen die hier weglasern. Ah, da ist er ja. Hallo. Ich benötige bitte ihren Laser. So, hoffentlich ist das auch der, ja, da ist er. Dankeschön, Mr. Bowsers. Und da haben wir die fünfte Katzen-Insignie dort. Ja, wir sehen ja an jedem Turm fünf Stück. Also müssen wir einfach bei jedem fünf Lichter sammeln und dann wird alles gut. Ta-ta-ta-ta. Ein weiteres Fähnchen für uns. Speichervorgang. Sehr schön. Ansonsten ist hier drin noch ein Symbol, was ich anklicken soll. Mal, wenn Mario mal aufhört zu sprinten. Das habe ich noch gesehen. Und ein Kommentar hat es auch nochmal geschrieben. Ich habe es auch im Schnitt dann gesehen. Okay, ein Pilz. Hat es jetzt nicht mega gelohnt, aber wir haben es geholt. Und ansonsten wollte ich nur den Schlüssel noch holen. Genau. Ja, das machen wir erstmal schnell. Genau. Tschüss, Katze. Katze, geh schwimmen. Kann Katze schwimmen? Katzen mögen doch eigentlich keinen. Hat sich aufgelöst. Also Leute, hier eure Katze ins Wasser werfen. So, hier einfach runter. Aha! Ich hänge sogar gerade an dem Käfig dran. Lol, ich hänge in der Luft. Da haben wir sie. Die fünfte Katzeninsignie. Dann sollten wir alle drei Gebiete hier fertig haben. Mega nice. Kriegen wir jetzt hier auch, komm, gib mir einfach, genau. Kriegen wir einen weiteren Banner. Sehr schön. Dadurch sollten wir, wenn wir auf die Karte gehen, abgeschlossen, abgeschlossen. Ah, guck mal, hier ist extra markiert, die Katzeninsignien, die besonders sind. Ich habe das Gefühl, dass ich muss da nochmal runter. Komme ich da irgendwie hin? Vielleicht später. Vielleicht komme ich da später nochmal hoch, weil ich habe das Gefühl... Guck da hinten. Nein, nicht drehen. Zoom. Da! Seht ihr? Die waren im Tutorial da. Die habe ich beim Schneiden gesehen. Also da sind hundertprozentig auch noch Sachen. Aber müssen wir dann erstmal wieder einen Weg finden, um hochzukommen. Theoretisch mit einem Propellerblock. Aber ich glaube, selbst ein Propeller... Vielleicht Propellerblock von Baum? Eventuell wieder nicht gewollt, dass man so früh hier hochgeht, aber ich möchte gucken. Ah! Nein! Oh, da fehlt so ein kleines Stückchen nur. Schön, dass der übrigens schon wieder da ist. Ja, das ist ein Geländer. Vielleicht kann ich da einfach hochklettern.
Und Katzendive. Oh, man kann sich da nicht dran festhalten. Hauen wir Bowser auf die Nase? Ich brauche eigentlich noch keinen Bowser. Aber Bowser will kämpfen. Bowser kriegt aufs Maul. Let's go. Ich wollte eigentlich erst ins nächste Gebiet gehen, bevor ich Bowser verprügle. Aber ich habe jetzt keine Lust, dass der mich so drängt, dass ich ins nächste Gebiet gehe. Deswegen kriegt er jetzt aufs Maul, Digga. Von Mega Mario Katze. Warum macht Mario nicht so ein riesiges... Okay, wir wissen diesmal besser Bescheid. Oh, er weiß auch besser Bescheid. Hilfe? Ich mach da meinen ganzen Boden voll mit Schmodder. Ich hätte vielleicht dabei hauen können oder sowas. Wenn er jetzt nochmal rollt, muss ich ihn echt dabei hauen. Laser. Kannst du Mario duck dich hier? Gut. Machst du deine Stampfattacke? Ja, er macht seine Stampfattacke. Bam! Cool, dass man da den Katzendive gegen machen kann. Katze ist so useless. Aber ich glaube, die Glocke kann man sich öfter holen. Das habe ich beim letzten Mal nämlich gemerkt, dass die einmal gebimmelt hat. Ah. Ich will den Bowser hauen, wenn ihr das bindet. Wo ist er? Kamera, dreh dich doch. Ich glaube, man kann ihn nicht dabei hauen. Kann ich ihn irgendwie so verprügeln? Oh ne, er schubst mich aber nur weg. Okay. Müssen wir echt immer warten, bis er... bis er seinen Laser macht. Ja, komm, mach deinen Schmarrn. Kannst eh nichts, Bro. Zack! Zweiter Hit. Er ist nicht mal besiegt. Ah, wir müssen das öfter machen. Er hatte noch eine halbe Lebensleiste über. Was passiert jetzt? Neue Phase oder geht er einfach nur und sagt, nö, kein Bock. Er hat einfach keine Lust mehr. Tschüss. Und Plessy. Süß. Es scheint, als hätte Bowser Junior noch mehr zu sagen. Ich kann nicht glauben, dass er wieder abgehauen ist. Ich meine natürlich, Papa ist der Beste in allem. Klar weiß er, wann es Zeit ist, sich zurückzuziehen. Diese Gigaglocke ist schon wieder voll mit diesem dunklen Zeug. Wir brauchen mehr Katzeninsignien. Vielleicht finden wir welche versteckt auf den Inseln, die wir schon besucht haben. Lass uns nachsehen. Oh, zwei Stück mehr und dann kann ich sie wieder benutzen. Okay. Aber kein neues Gebiet freigeschaltet. Okay. Dann heißt es wohl weiter versuchen, da hochzuklettern. Es wird doch nicht unmöglich sein. Ich glaube, das ist eine unsichtbare Wand. Ganz ehrlich. Das war jetzt so knapp. Das sah so gut aus. Die wollen nicht, dass man da hochklettert. Ich verstehe. Ja, dann haben wir hier alles fertig. Erstmal. Bestimmt gibt es hier noch irgendwas zu tun. Aber wir gehen einfach zum nächsten Gebiet. Ich hab die Message verstanden, Spiel. Wir sollen gehen. So. Hallo. Was geht ab? Wintergebiet. Ich freue mich, also die Musik ist bisher richtig lit, muss ich sagen. Was ich bisher gehört habe, deswegen freue ich mich eigentlich jetzt auf jedes Gebiet. Wenn jedes Gebiet ein eigenes Team hat, ultra cool. Guck mal, das sind Katzen-Sphinx-Dinger. Und alles hat übrigens, die Bäume haben auch Katzenohren. Habe ich gar nicht angemerkt bisher, aber es ist so cool, dass alles Katzenohren hat. Ah, da oben ist wahrscheinlich das Wintergebiet. Ja, das ist wieder so ein Tor. Die Schlitterschanze. Okay, lass den Leuchtturm strahlen. Wir kriegen hier wieder einen lustigen Schuh. In 3D-World gibt es im Level mit dem Schuh irgend so einen Bug, dass man so Ultra-Speed bekommt, wenn man sich öfter duckt, ne? Aber hier kann ich mich nicht ducken. Ich glaube, das war auch einfach so auf Eis, ohne Schlittschuh. Aber ich glaube, den Schlittschuh brauchen wir gerade so ein bisschen. Als ob ich den Speed nicht bekommen habe. Nee, nee, nee. Da fahre ich nochmal zurück. Ah, es ist lustig. Oh Gott. Okay, okay. Ah!
Ich brauche keinen Schlittschuh. Ich bin eine Katze. Miau, miau. Oh, sogar die Mäusekatzen. Das nenne ich mal Paradox. Jawoll. Brauchen keinen Schlittschuh als Katze. Und Schlittschuh! Ich will Schlittschuh als Katze. Let's go. Oh, ich dachte, man muss eine Stampfattacke schon machen oder so. Eine Katzeninsignie. 5 Katzeninsignienstücke. Haben wir. Da vorne liegt direkt die nächste. Und da unten sind die Bowser-Blöcke. Alter, so viel Information, die hier geleakt wird. Toll, wir haben das nicht getroffen wegen dem gegen den ganzen Cutscenes. Lass den Leuchtturm strahlen. Ah, hier ist auch eine Gigaglocke. Können wir die hier auch verwenden? Wahrscheinlich. Müssten wir sogar jetzt schon freigeschaltet haben, ne? Kriegt Katzenbowser einfach aufs Maul. Ja. Du hast 20 Insignien gesammelt, eine Nachricht der Gigaglocke. Genau, kennen wir ja alles. Oh, hab den Zeiger angemacht. So. Ja, ich wollte es loswerden, genau. Ich wollte hier hochgucken. Muss doch mein Gratis-Power-Up holen. Dieser Leuchtturm hatte eine glänzende Idee. Hast du schon mal versucht, Amiibo zu verwenden? Nein, tatsächlich nicht. Wenn du links gedrückt hältst und mit einem Amiibo den Kontaktpunkt auf deinem Controller berührst, erhältst du möglicherweise Items oder es passiert etwas Besonderes. Weitere Details findest du im Menü unter Hilfe. Hilfe. Probiere verschiedene Amiibo. Ich habe hier hinter mir 40 Amiibo stehen. Ich probiere nicht verschiedene Amiibo. Aber ich liebe es. Ich finde es schön, beziehungsweise wieder, dass mein Amiibo-Support wieder drin ist. Weil so in letzter Zeit in Nintendo-Spielen war echt wenig Amiibo-Support. So, probieren wir erstmal einen random Amiibo, der nicht mit dem Spiel zusammenhängt. Nämlich einen Shovel Knight Amiibo. Ein Pilz. Ja, war zu erwarten. So, die neuen Katzen-Amiibos habe ich leider nicht. Aber ich habe ein Mario aus Odyssey. Der gibt einen Stern. Schön, dass das alles da runterhüpft. Peach. Gibt einen Stern. Bowser. LOL, ich kann das Instant aktivieren. Ich kann das Instant nach mit Lieben aktivieren. Ich liebe Amiibo. Das ist nice. Warum ist Plessy eine Münze da hinten? Okay, das ist an sich praktisch. Ah, da muss man bestimmt so eine Rennstrecke für Plessy oder so. Und das ist eine große Katze. Hallo, große Katze. Ich muss mich mal kurz hier hinter verstecken. Warte mal, ich sollte mal das hier auflasern lassen, ne? Ja. Ja, wir lassen das mal auflasern erstmal. Ich kann Bowser beschwören. Wie praktisch. Hallo, Bowser. Hier bitte eins Laser. Danke. Ich hätte ihn eigentlich als Katze bekämpfen können, ne? Egal. So, Leuchtturm leuchtet, Bowser weg. Sehr schön. Und ich möchte bitte einmal Katze. Danke. Okay. Also, Bowser Amiibo ist cool. Da ist wieder eine Zed Cat. Genau, die braucht wieder ihre Katze, die genau gleich aussieht. 3 Stück? Sei mal nicht so gierig. Und die sind diesmal scheinbar nicht direkt daneben. Okay. Ja, die erste war ja mehr so ein Tutorial. Dass die... Ja? Was haben wir eigentlich bekommen? Wir haben gerade 100 Münzen gehabt. Habe ich nicht mal gesehen. Schauen wir uns das Plessy-Rennen an. Das klingt cool. Aber wir können einfach Bowser Instant beschwören. Das ist halt super praktisch. Ah ja. Eine Rennstrecke. Eine ganz schön lange Rennstrecke. Davor, da hoch, da drüber jumpen. Und da ist die Stern-Insignie. Okay. Ja, wir gehen mal die Strecke entlang. Ich kann mir theoretisch vorstellen, dass einfach gerade die Rampe zu ignorieren auch funktioniert. Aber ich will die Rampe mitnehmen. Der Timer ist knapp. Ich liebe es. Habe ich ja erst beim letzten Part mich drüber gefreut, dass es knappe Timer gibt. Ja, 7 Sekunden noch. 4, 3, 2. Ja. Cool. Gegen die Zeit, volle Kraft voraus. Okay. Das war wieder ein... Ja, das war wieder ein Stern, der zu keinem Gebiet gehört. Okay. Komme ich da als Plessy durch? Nein. Plessy, verziehen Sie sich. Eine Katze muss hier durch. Ah, guck mal. Noch so eine super Katz. Ich würde die aber gerne wegstecken. Genau. Ich will die mir speichern. Oh, es sind 3 Bäume. So, hier auf dem obersten ist doch bestimmt was versteckt. Eine Wolke? Was? Wohin komme ich? Hallo?
Miau, 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 miau. Oh, ich habe einen Stern einfach. Okay, wir laufen aber weiter durch, aber ich will alle besiegen. Das klingt wie eine Challenge. So, die noch und die noch. Jawohl! Oh, wie cool. Es macht so Spaß. Ich liebe Plattformer. Astros Playroom habe ich ja auch unendlich sehr gemocht. Habe ich ja auch komplett durchgespielt. Okay. Hallo. Ich habe eure Freunde alle getötet. Guck, gut, dass ich die Superkatze nicht hatte. Oh, ich habe eine Katze gefunden. Die schläft da einfach. Versteckt. Komm her. Geh zu deiner Mutter. Mario steht aber verkehrt herum da. Gut gemacht. Okay, eine von drei Cats gefunden. Müssen die Katzen nicht hier auf der Insel sein eigentlich? Weil durch Wasser kann ich ja nicht mit denen, oder? Hm, scheinbar doch. Kein Power-Up? Okay. Dann nehmen wir den Schleuder-Dingsy. Hallo? Nein, ich will nicht da lang. Ich will darüber. Da ist eine Katze. Wieso... Wie schaffe ich es nicht zu schleudern? Danke. Okay, da ist noch eine Katze, die wir holen müssen. Krach mit Katzenbumbum. Oh, das machen wir. Bowser, kannst du dich verziehen? Ich habe einen Bumbum-Bosskampf vor mir. Da oben spinnt er schon wieder. Na, ich hätte gerne einen Bumbum-Bosskampf vor mir, aber ich weiß gar nicht, wie ich hier hochkomme. Wie ist denn gewollt, dass man da hochkommt? Hm. Ah, man hat eine Plattform gebaut. Danke, nett von dir. Gibt es hier irgendwie einen Stern, wo ich dich auch loswerde? Oh, ich habe die Münze verpasst. Aber ein guter Versuch. Hm. Turm ist noch nicht offen. Aber da unten in der Arena sollte ich ja eigentlich safe sein. Kann Bowser den Punkt, der hier glitzert, hauen? Ja. Wie er sich gefreut hat über die Münze. Süß. So, wir sollten ja hier drin sicher sein. Hallo? Einfach apokalyptisches Wetter für Bum Bum. Was macht Bowser? Warum können wir eine Cutscene? Er hat keinen Bock. Okay, wenn du nicht kämpfen willst, dann gehe ich halt. Okay, tschüss Bowser. Ich bin gerade mitten im... Toll, ein Katzenangriff wurde abgebrochen. Ich brauche eine Feuerblume. Das Einzige, womit ich einen Bum-Bum besiegen kann. Hätte ich selber so einen Panzer mit hier reingenommen, wäre lustig geworden. Ja, Alter, Bowser hat ihn einfach gestampft. Bowser Junior, der King. Oh, er ist durchsichtig. Oh, bin wirklich gerade kurz nicht gesehen. Oh, der ist gut unsichtbar. Ja, doch. Ja, Feuerbälle. Der Sieg. Danke, Katzenbumbum. Die Victory-Musik aus 3D-World. Nice. Den haben wir uns verdient. Tada! Krach mit Katzenbumbum. Die Namen Mario werden auch immer bescheuerter, oder? Katzenbumbum. Oh, guck mal, die Insignien auf dem Turm sind sogar so blau, weil es das Eisgebiet ist. Oh, das ist ein Hase. Aber liebe Leute, ich würde sagen, den Hasen sehen wir beim nächsten Mal. So viel erlebt. Ah, hier wären wir auch reingekommen, aber reingetaucht. Oder hat Bowser das aufgemacht? Ich weiß es nicht. Aber ich kann jetzt hier rausschwimmen. Und da schwimmen wir jetzt beim nächsten Mal hin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Hoffe, Mario trinkt nicht bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Nicht-Katzen-Mario-Zimmelmann.